Yo Leute, ich bin's wieder, TGW vom Kanal Multiplayer und heute endlich mal wieder zu einer neuen Mod-Vorstellung. Yay! Hä? Gib! Ah! Inkompetent! Ja, wie ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, haben wir auch ein neues Intro, das gibt es seit dem letzten Video. Da habe ich allerdings nicht darauf hingewiesen, weil das, wie gesagt, diese Animation war, dieses Ein Talk im Leben eines TGWs, und deshalb habe ich dort in diesem Video nichts dazu gesagt. Ja, deshalb wollte ich das jetzt nochmal erwähnen, für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist ein neues Intro. Ich finde es ganz nett, war halt so eine Idee. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen. Ja, endlich mal wieder eine Mod-Vorstellung. Und zwar habe ich heute mal den Bacteria-Mod für euch. Ich will Mod-Vorstellungen auch jetzt mal wieder etwas häufiger machen. Ich habe mir da auch schon 30 Mods für rausgesucht, die ich in näherer Zukunft vorstellen werde. Und ja, das habe ich mir jetzt auch schon seit sehr langer Zeit vorgenommen, das mal wieder zu machen. Ich glaube, ich habe ja schon seit 2 Monaten diese Map hier vorbereitet. Und bin aber heute erst dazu gekommen, da irgendwas zu machen. Ja, diese Woche wird übrigens nicht sonderlich viel an Videos kommen können, weil ich nicht zu Hause bin. Ich befinde mich nämlich bis Samstag in Köln. Ich hoffe mal, dass ich es noch schaffen werde, dieses Video hier und zusätzlich noch eine Folge Portal, die ich noch habe, zu bearbeiten und hochzuladen. Das größte Problem wird da das Hochladen sein. Ich hoffe mal, ich schaffe das. Denn mein Internet ist, wie ihr vielleicht wisst, nicht das Allerbeste. Und ja, ansonsten kommt nur diese Mod-Vorstellung und sonst kein zweites Video diese Woche, denn der David, der kann ja auch nichts hochladen wegen diesem bescheuerten Bug. Da haben wir YouTube auch schon angeschrieben, aber der Support hat einfach nicht geantwortet. Super, echt top. Und ja, ich würde sagen, laber ich auch schon gar nicht mehr weiter, denn das interessiert euch wahrscheinlich eh alles nicht, was ich hier labere, aber ich wollte das hier vor dieses Video packen. Nicht ein extra Video dazu machen, weil das schaut doch eh keiner an. Bei einer Mod-Vorstellung ist es schon eher, dass der Großteil von euch das mitbekommt. Also das heißt, ich zwinge euch jetzt sozusagen dazu, diese Informationen aufzunehmen. So, Punkt. Jetzt aber zum Mod. Ich habe hier einen wundervollen Turm erstellt. Ich muss sagen, es ist echt Bombe, Alter. Den habe ich irgendwie vor 2 Monaten auf die Schnelle gemacht, weil ich gedacht habe, komm, nehmen wir doch noch hier eine Folge auf. Oder halt eine Mod-Vorstellung. Und dann bin ich doch nicht dazu gekommen. Und deshalb ist dieser Turm nur auf die Schnelle entstanden. Und ich hatte jetzt auch keine Lust, da nochmal groß was dran zu verändern. Denn, ja, warum? Denn, ich meine, wir gehen jetzt hier rein. Und der Real Shit fängt ja da unten erst an. Ja, als erstes kann man noch sagen, dass diese Mod es jetzt ermöglicht, dass man auch Schwämme, genau, dass man Schwämme finden kann. Das ist ja jetzt ab der 1.8 nicht mehr so relevant, weil man die ja eh in den Wassertempeln finden kann. Aber diese Mod ist eh noch nicht auf die 1.8 geupdatet. Und deshalb kann man da halt jetzt mit dieser Mod auch in der 1.7 schon Schwämme in Sumpfbiomen finden. Außerdem kann man die auch craften. Ach ja, die Crafting-Rezepte seht ihr wie immer in meinen Mod-Vorstellungen oben rechts eingeblendet. Kennt man ja vielleicht schon, wenn man andere Mod-Vorstellungen gesehen hat. Also seht ihr rechts, ist das Crafting-Rezept für einen Schwamm. Ja, und außerdem fügt es einige coole Spielereien hinzu. Und zwar die Bakterien. Ja, die bekommt man, indem man hier diesen Schimmel craftet. Und diesen Schimmel dann irgendwo platziert, also im Deutschen heißt der Schimmel, ich finde, das hört sich total bescheuert an. Ich weiß gerade nicht, wie er in Englisch heißt. Und ja, wenn wir diesen Schimmel platziert haben, müssen wir nur noch
da jetzt Wasser drauf laufen lassen. Also hier ist immer noch dieser Schimmel und da läuft jetzt Wasser drauf und wir kommen da später nochmal wieder. Auf jeden Fall ist das die Möglichkeit, wie ihr die Bakterien bekommt. Nee, hier hat sich noch nichts getan. Oder? Doch, hier, die haben sich schon verfärbt. Und zwar muss man jetzt hier nur noch warten, bis die sich hier so dunkelgrün färben. Also voll mit... Ach nein, der da. Die anderen also doch noch nicht. Bis sie sich hier grün gefärbt haben. Und dann muss man die nur noch abbauen und dann bekommt man alles, was man braucht, um seine ersten Bakterienkolonien zu machen. Das werde ich gleich auch nochmal machen, wenn das dann ganz fertig ist. Komme in diesen Raum. Hier habe ich meine kleine Testkammer. Und zwar seht ihr hier schon das gelbe Glas. Und ich nehme mir hier aus der Kiste erstmal die erste Kolonie. Und zwar ist das eine lilane Bakterium-Kolonie. Wenn wir die jetzt auf einen beliebigen Block platzieren und dann diesen Block da drauf platzieren und das Ganze dann noch mit Redstone bepowern, dann seht ihr schon, frisst sich diese Kolonie einmal durch diese gesamten Blöcke durch. Also alle, die irgendwo sich befinden. Und ja, die Blöcke haben auch eine gewisse Härte. Wie man jetzt hier gesehen hat, ging das bei dem Glas sehr, sehr schnell. Weil Glas ja bekanntlich nicht sonderlich hart ist. Und wenn man das jetzt auf Stein benutzt hätte, dann hätte das ein bisschen länger gedauert. Und ja, ich fülle das hier jetzt noch kurz wieder auf. Und dann zeige ich euch auch schon die nächste Kolonie. So, hätte man das. Was es noch zu erwähnen gibt, ist, dass es diesen Block auch als Splash Potion gibt. Das heißt, wenn man jetzt hier diesen Splash Potion sich macht und dann auf diese Blöcke werfen würde, würde genau das gleiche passieren, wie wenn man den lilanen Bakterienblock gesetzt hätte. Das zeige ich jetzt nicht nochmal, denn das hat man ja schon gesehen. Ich kann das gleich, wenn wir dann später nochmal etwas damit machen, genauer zeigen, aber das hier lasse ich jetzt erstmal hier. Und ich zeige euch jetzt lieber mal den nächsten Block. Und zwar die Ersetzer-Bakterienkolonie. Also ich finde ja bei Mods die deutsche Übersetzung immer ziemlich scheiße, muss ich ja mal sagen. Naja, egal. Lassen wir uns davon nicht stören und benutzen die einmal. Auch wieder platzieren auf einem beliebigen Block. Und dann kann man einen anderen beliebigen Block da drüber tun. In dem Fall nehme ich jetzt hier mal Diamantblöcke. Wenn man das jetzt wieder bepowern würde, dann ersetzt diese Bakterienart alle Blöcke, die sich darunter befinden und von der gleichen Art sind, ersetzt die einfach mit dem Block, der da drüber ist. Also in dem Fall jetzt hier mit Diamanten. Das heißt, wir haben jetzt hier aus gelbem Glas einfach Diamanten gemacht. Und ja, ich finde, das macht die Mods so ein bisschen, naja, übertrieben, denn wenn man sich mal überlegt, man könnte einfach irgendwo in der Welt, in die Welt gehen und Stone durch Diamanten ersetzen. Und also wenn man das im Survival benutzt, halte ich diese Mod für total überflüssig und bescheuert. Aber jetzt kann ich euch hier mal die Splash Potion noch zeigen. Dann muss ich die Blöcke auch nicht abbauen. Und ja, wie ihr seht, funktioniert die genauso wie die lilanen Kolonien. So, wenn wir jetzt versehentlich einen falschen Block ausgewählt haben, der hier zerfressen wird, und das verhindern wollen, dass kein Schaden angerichtet wird, dann gibt es hier den Bakterienstörsender. Wenn wir mit dem einmal Rechtsklick machen, werden alle Bakterien im Umkreis von so und so vielen Blöcken zerstört. In dem Fall waren das jetzt 21 Bakterien. Sowas ähnliches gibt es auch in Blockform, und zwar den Bakterienstörsender-Block heißt er. Und wenn wir den irgendwo platzieren und irgendeine Bakterie diesen Block berührt, dann
werden auch die Bakterien gekillt. Das ist gut, wenn man zum Beispiel sein Haus vor zum Beispiel Trolls von seinen Freunden schützen will. Also falls man diese Mod wirklich im Multiplayer benutzen sollte. Hier, wir testen das jetzt hier nochmal kurz. Sobald eine Bakterie diesen Block berührt, werden alle anderen Bakterien gekillt. Das waren jetzt auch schon alle Blöcke. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass man auch mehrere Blöcke auswählen kann, die zerfressen werden sollen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Glas und diese Steinziegel draufsetzen würde und jetzt diese Bakterie bepowern würde, dann zerfressen diese Bakterien auch meine Steinziegel. Oh nee, warte. Ja komm, stopp das. Ja, danke. Ich hatte eigentlich vor, jetzt hier die Map zerfressen zu lassen, aber ich hatte ja ganz vergessen, dass ich hier nochmal das hier zeigen wollte. So, wir sehen, jetzt haben sich die meisten jedenfalls von diesen Blöcken grün gefärbt. Alter, okay, ich wusste nicht, dass die sich auch wieder entfärben, wenn das Wasser weg ist. Ich gehe mal kurz in den Game Mode 0 und baue die kurz ab. Die kann man nicht mit der Hand abbauen, wie ihr seht. Das war jetzt ein Fail. Ich hätte natürlich noch eine Schaufel mitnehmen müssen. Ich glaube, das war eine Schaufel. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann verzeiht bitte. Was war denn das? Sorry, aber es ist immerhin schon ein Monat her, dass ich diese Mod vorbereitet habe. Hey, verdammt, mit was musste man die nochmal abbauen? Ich heiße dumm. Wie war denn das nochmal? So, ich probiere das jetzt nochmal bei der. Wenn die unter Wasser ist. Nee, nix. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Normalerweise sollten da diese Handvoll Bakterien rauskommen, wenn man das abbaut. Und mit dem kann man dann, wie schon gesagt, sich Bakterien craften. So, jetzt können wir ja noch mal ein bisschen Spaß haben mit den Bakterien. Also ich zeige euch noch mal kurz, was so alles passieren kann in der Welt, wenn man die wirklich auf die Welt anwendet. Und dafür fliege ich kurz nach Dohinden. So, jetzt lasse ich den ganz kurz einmal Erde. Dieses Holz hier. Und Stein wegfressen. Ja, dann kann man noch Gravel mit reinnehmen. Wo ist Gravel? Da. Und Sand. So, ich hoffe, dass man auch so viele auswählen kann. Tatsächlich, okay. Und den Sand auch noch, ja. So, jetzt zerfrisst diese Bakterie ein Großteil der Welt. Ich werde hier jetzt schon mal das da holen, damit ich das rechtzeitig stoppen kann. Weil irgendwann fängt es doch richtig hart an zu laggen und zu ruckeln und alles. Ja, ich kann ja noch eine kurze Bewertung zu dieser Mod abgeben. Ja, also ich finde, dass diese Mod ehrlich gesagt nicht sonderlich gut für den Survival zum Beispiel geeignet ist, sondern eigentlich nur eine Spielerei für den Creative Mode ist, weil für den Survival Mode ist das eigentlich viel zu übertrieben und zu krass. Also ich glaube, ich würde mir diese Mod niemals installieren, um sie im
Singleplayer zu spielen, sondern nur um ein bisschen Spaß damit im Multi-Quatsch im Game Mode 1 zu haben. Und ja, wirklich sinnvoll ist sie auch nicht. Also wie gesagt, eine vollkommene Fun-Mod, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deshalb bekommt diese Mod 6 von 10 Punkten von mir. Wäre nett, wenn ihr die Mod-Vorstellung bewerten könntet, wenn ihr mehr davon sehen wollt oder wenn ihr meint, dass ich das so gut gemacht habe und einen Daumen verdient habe. Ja, wenn ihr weitere Mod-Vorstellungen sehen wollt, dann schaut doch auf dem Kanal vorbei. Da ist entweder die Playlist, die werdet ihr auch nochmal in der Infobox finden. Also die Playlist von anderen Mod-Vorstellungen. Und ja, ihr könnt ja auch ein Abo da lassen, da, wenn ihr das natürlich noch nicht getan habt. Ja, da werdet ihr dann auch andere Mod-Vorstellungen bekommen oder auch Minecraft-Animationen oder Let's Plays. Wie man ja schon aus am Anfang gesagten Worten schließen kann. Ja, dann höre ich auch schon langsam mal auf zu labern. Die Mod-Vorstellung ist echt leider länger geworden, als ich das eigentlich erwartet habe. Das heißt, es sieht nicht gut aus für noch das zweite Video nächste Woche, denn ich glaube nicht, dass ich es bis Dienstag, wo ich nämlich wegfahre, schaffen werde, zwei Videos hochzuladen in dieser Länge und Größe. Also entschuldigt das bitte nochmal. Und ja, es ist ja nicht so, als hätte dieser Kanal vorher nicht noch längere Zeiten gehabt, wo überhaupt nichts kam. Also von daher denke ich, ist das zu entschuldigen. Und ja, dann höre ich jetzt auch wirklich langsam schon mal auf zu labern, ne? Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, wundervolle Ferien weiterhin, wenn ihr die denn habt. Müsst ihr ja eigentlich, falls ihr noch in die Schule geht. Und ja, frohe Ostern kann ich ja nicht mehr sagen. Also ich nehme das hier nämlich gerade noch am Ostersonntag auf. Aber ihr seht das Video ja nicht heute, deshalb keine frohe Ostern mehr. Oder beziehungsweise schöne Ostern gehabt zu haben. Und ja, Alter, ich laber heute echt viel zu viel und dann auch noch viel zu viel Müll. Also sorry, Leute, nee. Und tschüss.